Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, da bin ich wieder, euer Lutz. Es ist natürlich schon wieder Sonntag. Was soll es auch anderes sein? Ich bin natürlich immer sonntags da. Kurz vor Ende Februar, ja, wir haben noch 2 Tage oder so. Bis Ostern sind es noch 48 Tage. Nur noch 48 Tage draußen recken die Schneeglöckchen und die Winterlinge keck ihre Blüten in den Himmel. Die Natur lockt einen wieder hinter dem Ofen hervor. Und ich durfte mich natürlich auch schon im Garten körperlich betätigen. Nicht nur in meinem eigenen, auch bei meinem Schwiegervater, damit ich auch gar nicht zu viel Fett ansetze. Ich weiß, ich bin eh übergewichtig ohne Ende. So, noch ein bisschen Sonne mehr und dann gibt es natürlich nichts zu meckern. Dann brauchen wir nur noch darauf zu warten, dass das Geheule der Kettensägen wieder ein bisschen zurückgeht. Hier wird ja in Borgheide gebaut, wie verrückt, überall fallen die Bäume. Hoffen wir, dass wir in 10 Jahren, obwohl wir so ein begehrtes Plätzchen sind, hier noch ein bisschen Wald drumherum haben. Ne? Denn alle hacken ihre Bäume runter. Ja, kann man ja verstehen, die wollen alle die Sonne haben, aber wir sind halt irgendwann nicht mehr Wald oder haben keinen Wald mehr, wenn alles abgeholzt ist. Naja, wir werden sehen, haben wir so wirklich die Finger ja nicht drauf. Wie man ja in der Matz nachlesen konnte, gibt es ja da immer noch keine ordentliche Baumschutzsatzung. Und ob das so schnell eine geben wird, steht auch in den Sternen. Jo, wie man unserer Facebook-Seite heute entnehmen konnte, hat nämlich die Brigitte Grotum, die Nichte von Hans Grade, seines Zeichens der erste Motorflieger Deutschlands, heute Geburtstag. Ja, wie ihr alle wissen, hat Borgheide das Glück, Wirkungsstätte und Heimstatt von Hans Grade und natürlich auch sein Todesplätzchen ist hier auf dem Friedhof zu sein. Der erste Postflug fand natürlich 1912 hier statt von Borgheide nach Brück und Brigitte Grotum ist allerdings bei den meisten wohl eher als Schauspielerin bekannt. Sie hat natürlich hier die Liegenschaften von Hans Grade, die ihm noch gehört haben, geerbt und mittlerweile allerdings auch weiterverkauft. Aber so wie Edda Hage, die uns natürlich diese Infos hier alle zukommen lassen hat, auch mitgeteilt hat, ist sie auch, und die Leute, die natürlich dahin gehen, wissen es sowieso schon, bei Lesungen bei dem besonderen Abend, der hier in Borgheide immer stattfindet, aufgetreten. Ich glaube 2015 das letzte Mal. Mal sehen, wann das nächste Mal wieder kommt. Sie wird ja auch nicht jünger und ich denke mal, das werden wir schon von Edda erfahren. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch, Brigitte Grotum, und danke Edda, dass du uns da drauf hingewiesen hast, denn ich denke, die meisten werden es gar nicht so mitbekommen haben. Jo, und es gibt natürlich auch noch eine super Überraschung. Die Johanna Ominski hat mir nämlich mitgeteilt, dass es für die Kinder in der Grundschule Borgheide auch eine Überraschung gibt. Die hat nämlich 3 Computer, die in der Gutenberg Berufsschule ausgesondert wurden, ergattert. Da ist sogar Photoshop drauf, welches ich mit meinen Kindern benutzen kann. Und sie kann natürlich dort wunderschön Filme draufschneiden. Mensch, ganz super. Richtig paar schöne, funktionierende, große Rechner, die noch halbwegs auf der Höhe der Zeit sind. Und nicht nur das, wir haben auch für die Fotogruppe tatsächlich wieder ein Geschenk, ein Sponsoring gekriegt. Und zwar nicht in Geldform, sondern wir haben für unsere Kameras, für unsere Spiegelreflexkameras ein schönes, ordentliches 75 bis 300 Teleobjektiv gesponsert gekriegt. Ja, ich weiß gar nicht, wer das genau war. Wie gesagt, der hat den Namen mir nicht so richtig verraten. Aber trotzdem jetzt jedenfalls herzlichen Dank auch von den Kindern der Grundschule für diese Technikgeschichten. Und so langsam kriegen wir doch einen vernünftigen Stamm dorthin, sodass wir dort ein Material haben, womit man vernünftig arbeiten kann. Ja, nochmal herzlichen Dank. Wir freuen uns natürlich darauf, damit arbeiten zu können. Jo, und weiter geht's mit. Gestern Abend war wieder Dart-Termin in der Gaststätte am Waldbad. Ging wieder bis nachts um 12 diese ganze Geschichte. Und ja, was soll ich dazu groß sagen? Volle Bude,
erstmalig 16 Spieler, damit ist das Limit erreicht. Mehr können sowieso nicht mehr mitspielen. Die Abende sind offensichtlich mittlerweile wirklich sehr, sehr beliebt. Und wenn ich dran denke, wie viel von den Spielern, die sonst immer auch kommen, eigentlich gar nicht da waren, weil sie nicht keine Zeit hatten und dergleichen mehr, sehe ich da schon langsam Probleme auf uns zukommen. Aber wir werden sehen, wie wir das in Zukunft lösen werden. Jedenfalls waren wir anfangs 16 Spieler. Höchstzahl, was gibt es zu den Gewinnern zu sagen? Same procedure than every mount, in Anlehnung an die jährlichen Silvestersendung. Ja, die Gewinner waren wie letztes Mal Christian mit dem dritten Platz, Bodo mit dem zweiten und Stefan Bomber mit dem ersten Platz. Also lediglich Bodo und Bomber haben die Plätze getauscht. Höchstwahrscheinlich deshalb, weil sie nicht wollten, dass die Pokale aus dem Rennen sind. So bleiben die natürlich noch weitere Monate bei. Wir brauchen keine neuen Pokale kaufen. Es sei denn, Christian gewinnt nächstes Mal wieder den dritten, denn der hat jetzt schon zweimal den dritten gehabt. Beim dritten Mal kann er den Pokal behalten. Und die ersten und zweiten Pokale sind wieder frisch im Rennen. Jo, und weil wir gerade bei der Gaststätte am Waldbad sind, uns hat natürlich auch die Nachricht erreicht, dass das Team vom Waldbad auch den Frühling ausgerufen hat. Denn die Gaststätte wird zukünftig in der Woche wieder mehr und länger offen haben. Das heißt überhaupt an den Wochen, an den Wochentagen. Nämlich Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 11.30 Uhr bis 20 Uhr. Ist also wieder an der Zeit, ein Feierabendbierchen abends oder ein Weinchen zu trinken, und wer immer möchte, kann sich dort auch Mittagstisch genehmigen, auch natürlich unter der Woche. Jo, das soll's für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Freuen wir uns darauf, dass es langsam wieder wärmer draußen wird und da ein Gezwitscher wieder anhebt von den Vögeln und vielleicht doch schon doch die eine oder andere Blume mehr rauskommt. Also, das soll's für heute wieder gewesen sein. Euch allen einen schönen Restsonntag, eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wie immer, euer Lutz und tschüss.